Peace! Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Marco Boom. Schön, dass ihr hübschen Menschen endlich wieder einschaltet. Es ist Samstag, das bedeutet Produktvideotag. Sorry, dass ich die Augen so kneife, aber ich musste, damit es hier hell genug ist, die Jalousien hochmachen. So, also was möchte ich euch heute zeigen? Heute möchte ich euch zeigen, fangen wir mal hiermit an. Die Jibao CP120 ist natürlich jetzt ein leerer Karton. Weil da hinten ist sie verbaut, aber hier habe ich noch was Schönes. Und ich möchte euch was zeigen, worüber ich mich tierisch gefreut habe. Und zwar das Meerwasserwandels Goodie Pack. Ja, also in dem Sinne, meine Freunde, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Wir sehen uns aus einer schönen neuen Perspektive dann gleich wieder. Position gefällt mir eigentlich ganz gut, nur dass wir links und rechts da so ein bisschen Mist sehen. Was bedeutet das? Wir brauchen ein größeres Aquarium. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu laut. Ich habe den Sound etwas lauter gemacht, weil der eine oder andere sagt so, hey, sei doch mal so gut und mach den Sound bitte etwas lauter. Du bist immer sehr leise in deinen Videos. Das neue Mikrofon ist jetzt auch da. Das heißt, diese Störgeräusche sollten eigentlich raus sein und das Rauschen im Allgemeinen etwas weniger. So, nichtsdestotrotz, womit fangen wir an? Ich bin scharf drauf. Die Pumpe habe ich jetzt schon eine Weile verbaut und doch habe ich mir gedacht, hey, erzähl doch mal was darüber. Also, jeder kennt die Gyre-Pumpe von, darf ich den Namen jetzt so sagen, wenn ich so einen Vergleich zeige? Weiß ich nicht. Jeder kennt die Gyre oder wie sie sich nennt, der Firma. So, sicher ist sicher. Jetzt haben wir hier von Jibao eine Cross-Flow. Oh, wird es dunkel. So, eine Cross-Flow. Flow Wave Pump. Das ist nichts weiter, es ist genau das gleiche. Ich nenne es mal eine China-Kopie von Jibao oder J-Code, das ist ja ein Unternehmen. Sie ist sehr leise, sie funktioniert sehr gut, der Controller hat sehr gute Funktionen. Geliefert wird das Ganze, wobei wir können ja hier anfangen. Innovative Cross-Flow Technology, High Performance Motor with Strong Magnets. Ja, die Magnete sind, what the fuck, also die sind wirklich krass. 4 Smart Wave Modes, also es gibt 4 Wellen Einstellungen da drin, sie ist sehr leise, das stimmt auch. 10 Minuten Feed Funktion, also zum Füttern, wenn du die Taste kurz gedrückt, ja, einmal drückst es ja mittlerweile, geht die Pumpe in diesen Feed Modus, in diesen Futtermodus und dann ist sie halt für 10 Minuten aus. Danach schaltet sich automatisch wieder ein und auch in dem alten Modus alles so. Easy Installation and Operation, ja. Yeah. Die CP120 ist die neue Generation. Die alte Generation waren die CP40 und CP50 oder 60, da weiß der Teufel. So, bei mir ist sie gekommen mit einem Ami-Stecker. Da ist sie nicht aus Deutschland, also in Deutschland kann man sie nicht kaufen. Aber es gibt ein paar gute Händler, wo du sie ganz normal kaufen kannst. Musst halt wegen wie nennt sich das, ein Text, was ist denn da auf Deutsch? Ja, hier Zollgebühren und Steuern und so ein Scheiß darauf bezahlen. Ihr kriegt auch eine Anleitung mit, das ist wie gewohnt bei China-Pumpen so eine, ich muss mal ein bisschen näher rankommen hier, so eine komische Anleitung, wo alles drin steht. 240 Volt, 50 bis 60 Hertz, Safety Operation. Ach genau, CP90, CP120 und CP150 gibt es. Die CP90 hat 25 Watt, die CP120 45 und die CP150 55. Das ist jeweils bei DC 24 Volt Input Voltage. Ja. Die CP120 hat dazu, was ist das? AC 100 bis 240 Volt, 50 bis 60 Hertz, 2,75 Ampere. Ja. Hier ist auch so eine kleine Anleitung, wie die zusammengesetzt wird. Ist am Anfang ein bisschen blöd, aber auch das kriegt man hin, wenn man sich da ein bisschen reinfummelt. In der Aquaristik, wir fummeln uns ja immer überall rein. So, manchmal zu viel und dann sehen unsere Becken scheiße aus. Ist auch sehr geil. Danke geht nochmal raus an Klausi für dieses tolle Schild. Hat mich, seitdem habe ich nie wieder vergessen, das Wasser auszumachen und nie wieder war irgendwas überschwemmt. Sehr geile Idee. So, hier haben wir das gute Stück. Hier fehlt jetzt ein Gummi und so, das ist die kaputte Variante bei mir. Und zwar wurde sie mir kostenlos einmal ausgetauscht. Ja, hier hinten steht alles drauf, CP Wave 120.
Ich nehme sie mal aus der Halterung. Also normalerweise hat man hier noch so ein Ding da mit dem Magnet. Die brauchte ich jetzt natürlich für meine neue Pumpe. So. Nun können wir hier, wir können verstellen, achso, sieht man gar nicht, man kann hier verstellen, wie man möchte. Ja, also wirklich, wie man möchte. Ich merke gerade, ich muss das so hochhalten. Warum habe ich denn das so doof eingestellt, ey? So, wir können die hier abnehmen, die Teile, auch um die zu reinigen. So, zack und zack. Dort sind so kleine Gummidichtungen drin, wie man sieht. Bei mir sind jetzt andere drin, die habe ich provisorisch reingemacht. Und dann kann man das ganze Teil so rausziehen. Also hier oben mit dem kleinen Ding rein, ein bisschen gedrückt. Und dann kann man das ganze Teil rausziehen und kann das auch reinigen. Mit einer Zahnbürste ohne Probleme. Hier haben wir den eigentlichen Rotor. Bei mir ist nun der hier auf der einen Seite kaputt. Also da will der nicht. Irgendwie, wenn da Widerstand draufkommt, dann macht es einfach nichts. Was sage ich zu den Pumpen? Ich persönlich, und deswegen wollte ich sie auch unbedingt nochmal haben, ich fand sie sehr, sehr geil. Also ich schaffe mit einer Pumpe, jetzt habe ich es falsch schon drauf gemacht, ich schaffe mit einer Pumpe komplettes Becken zu, wie sagt man, zu durchströmen. So, guck mal, jetzt ist sie wieder drauf und man kann es dann schön verstellen. So, ich weiß nicht, ob man das hinten jetzt sieht. Ich werde das gleich mal so machen, dass ihr so ein bisschen das Wellenverhältnis seht. Wenn ich mit der Kamera rangehe und wenn ich die Pumpe mal höher drehe, macht dafür allerdings meine Rückförderpumpe jetzt nicht aus, aber die hinten, die kleine G-Bau, RW4, die ich noch habe, die mache ich auch aus. Und dann seht ihr das. Ich persönlich mag es. Also sie ist sehr ruhig, sie hat sehr schöne Wellen. Und man kann es halt, wie gesagt, so richtig schön einstellen. Auf der einen Seite zieht sie schön ran, auf der anderen pustet sie raus. Und das ist wirklich angenehm. Also ich persönlich kann dadurch ein schönes Wellenbild erzeugen, was für meine Korallen jetzt nicht zu viel ist. Für viele werden jetzt wieder sagen, oh, du hast ja gar keine Strömung. Ich mag es aber so. Ja, ich mag es so. Was habe ich denn eigentlich im Gesicht? Ich sehe heute wieder aus. Ja. Freut euch im Übrigen. Das nächste Reef-Update steht bald an. Montag oder Dienstag ist es da. Ja. Und wie gesagt, sorry, dass im Moment so wenig normale Videos kommen, aber... Ja, gestern hat mir jemand mein Auto kaputt gefahren. Nein, wir hatten keinen Unfall, es war Eigenverschulden. Der Baum war stärker, oder der Ast. Da musste ich jetzt noch ein bisschen reparieren. Muss ein bisschen was lackiert werden. Da bin ich jetzt wieder relativ viel dran und davor da machen. Aber die Produktvideos bleiben spätestens Samstag. Das Video kommt immer. Ich versuche mein Bestes. Nur wenn ich jetzt eventuell dann im Urlaub bin, kann es sein, dass es ausfällt. Aber ich hoffe, dass ich da ein bisschen vorproduzieren kann, wenn ich die Zeit dafür finde. Aber auch das kriegen wir hin. So, ich schalte jetzt um. Ich werde euch jetzt erstmal den Controller zeigen mit den verschiedensten Einstellungen. Dafür muss ich kurz unten ein bisschen freimachen und dann zeige ich euch das Wellenbild. Also meine Freunde, bis gleich. Guckt mal, da sehen wir doch schon gleich was. Wir haben jetzt hier die verschiedensten Einstellmöglichkeiten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Feed-Funktion, die drücke ich einmal. Dann geht sie aus und nach 10 Minuten wieder an. Man kann es aber auch so ausstellen. Man hat hier den Speed, kann man da einstellen. Und hier die verschiedensten Wellenmodis. Hier kann man das dann einstellen, die weiß ich gar nicht, was das war. Das war, ach genau, ob sie schnell pumpen, also schnell die Wellenbewegung machen wollen, so zick, 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 oder halt so langsam. Bei mir ist es einfach auf Mitte. Ja, es ist das Gleiche. Man kann die anständig einstellen hier mit den anderen auch, das passt ganz gut. Wie ihr seht, ich habe hier alles von G-Bau drin. Also das ist die G-Bau DCS 12.000, dann haben wir hier eine RW4 und jetzt hier die DCP 120. Davon kommt aber noch eine zweite rein. Viel gibt es an dem Controller eigentlich nicht zu sehen. Deswegen schalte ich jetzt auch wieder um und dann zeige ich euch oben alles. Bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal einfach hier auf die Euphilen sowas scharf gemacht. Da seht ihr jetzt die Strömung. Sie ist nicht doll eingestellt. Ich werde euch das aber gleich an der Wasseroberfläche noch zeigen. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen durchschalten und dann zeige ich euch, was sich dann verändert. Ich habe jetzt wirklich mal auf volle Pulle gedreht. Jetzt seht ihr schon, dass es etwas schneller wird. Man hört es auch schon leicht plätschern, weil sie hat echt Power. Also das Ding hat wirklich Power. Die sitzen jetzt direkt da drunter. Aber zum Vergleich zeige ich euch jetzt auch die anderen. Wut. Ja, ein bisschen nach oben machen. Da seht ihr, es kommt bis nach hinten an. Und das ist auch noch nicht gerade wenig. So, jetzt werde ich mal zur Wasseroberfläche einfach mal eben gehen. So, jetzt seht ihr hier, ihr seht jetzt schon, wie doll das ist. Und jetzt guckt mal, was passiert, wenn ich umstelle. So, jetzt habe ich sie zum Beispiel aufs ganz Schnelle gedreht.
Jetzt seht ihr auch das Wellenbild. Ich werde mal rübergehen. So, da seht ihr, ich hoffe, ich hau hier nirgendwo gegen. Ja, also mein Becken ist ja echt nicht das kleinste. Es hat jetzt 1,20 Meter Maß, also Länge. Und ihr seht, das ist eine einzelne Pumpe, alle anderen sind aus. Rückförderpumpe habe ich jetzt doch ausgemacht. Deswegen ist der Wasserstand etwas niedriger. Macht aber im Endeffekt nicht viel aus. Und hier hinten seht ihr schon, da schwappt das schon fast über. Und das von einer einzelnen Pumpe und man hört sie kaum. Ihr hört jetzt hier die Lüfter hinten von meiner LED. Also es ist echt heftig. Und jetzt stelle ich sie mal etwas weiter runter. Also jetzt, dass sie unten mehr saugt. Und also dieser Wellenvorgang einfach länger wird. Jetzt sieht man das hier auch ganz gut schon. Und jetzt sieht man das auch an den Korallen. Guckt euch die mal an. Huch. Was die für ein schönes Wellenbild jetzt zeigen. Finde ich auch richtig genial. Das ist meine neueste Eroberung von Marco. Das Wandlitz. Sehr, sehr geiles Tier. Und auch hier seht ihr wieder, es kommt bis nach hinten. Es kriegt alles genug ab. Also es ist wirklich eine geniale Pumpe und deswegen habe ich gesagt, so hey, die möchte ich definitiv haben. Gibt natürlich jetzt noch mehr, es gibt auch so wild durcheinander, die Modis und so weiter. Aber ja, ich denke einfach, dass die für das Geld, die kostet nicht mal ansatzweise so viel wie das Original, sagen wir es mal so. Und dementsprechend sage ich so, hey, es rentiert sich schon. Ne? Also ich meine, wenn man sich das jetzt hier anguckt, es ist schon geil. Es ist definitiv geil. Kann man nicht anders sagen. So, ich schwenke um, meine Freunde. Peace, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mit Absicht oben offen gelassen, weil ich euch noch was zeigen wollte. Mit den Wellen und alles habt ihr ja gesehen. Also für mich persönlich ein absoluter Favorit. Günstig, ich glaube für 140 Euro zu erstehen. Wo könnt ihr die kriegen? Ihr kriegt sie zum Beispiel bei Fish Street. Fishstreetstore.com, glaube ich, heißt die Seite. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall einfach Fish Street googeln. Dort kriegt ihr die Dinger und die sind innerhalb von anderthalb Wochen bei euch. Der Versand wirklich gut. Ihr habt viele Produkte auch in einem englischen Lager, glaube ich, liegen, glaube ich. Also Großbritannien. Ja. Auch da, was der Shop angeht, ihr braucht jetzt keine Angst haben, weil es ein amerikanischer Shop ist. Also ich glaube aber amerikanisch, weil, ich muss echt mich hier so bücken, ey, ist blöd eingestellt immer noch. Ich habe, wie gesagt, meine Pumpe ist kaputt gegangen vor einem halben Jahr. Und dann habe ich Erik angeschrieben und sage, hey, so und so sieht's aus. Also einfach ganz normal über die Seite, da mit E-Mail. Ich sage, das und das Problem habe ich, wie kannst du mir entgegenkommen? Dann sagt er zu mir, hey, bezahl den Versand, wir schicken dir was Neues zu. Zwei Wochen später oder was, war eine komplett neue Pumpe da. Ich dachte eigentlich, dass er mir nur den Motor neu schickt. Nein, er hat mir eine komplett neue Pumpe geschickt. Fand ich sehr, sehr cool. Und ich hatte das auch schon mal mit einer Lampe. Die hat ein bisschen Probleme gemacht, als die frisch auf dem Markt waren. Und auch da hat er gesagt, hey, schick mir die zurück. Ich schick dir ohne irgendwas eine neue zu. Und dann war sogar noch von Coralbox die neue LED rauskommt, dann meinte ich, hey, kann ich dir einfach ein paar Euro mehr bezahlen und ich krieg die neue. Und da hat er gesagt, hey, ist in Ordnung. Er schickt mir einfach die neue zu, ja, als Austausch. Und das fand ich sehr cool. So, jetzt möchte ich euch aber was zeigen. Ein Stück Hasenkegel. Ist es natürlich nicht. Riecht ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie das Zeug jetzt heißt, ist Fischfutter. Und jetzt möchte ich euch was richtig Geniales zeigen. Ich hoffe, dass ich das so rankriege. Ich werde jetzt mal gleich zoomen. Und dann gucken wir mal, ob ich euch das zeigen kann, weil das Zeug ist richtig genial. Günstig und richtig genial. So, meine Freunde, ich habe jetzt mit Absicht rangezoomt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir hier nicht der Finger abgebissen wird. Das Zeug nimmst du, das ist fertig in Kegeln. Mein Fuchsgesicht, siehst du, da muss ich gleich aufpassen. Und der Hammer, der absolute Wahnsinn. Jetzt könnt ihr sehen, wie die Viecher es lieben, mein Doktor, das Fuchsgesicht und auch die anderen. Einfach genial. Und das sind so Sachen, wo ich sage, hey, warum nicht gleich? Warum musste man, wie heißt denn das Zeug, was man sich anmischen musste? Ich weiß es leider nicht mehr. War aber um einiges teurer. Hier zahlt man für eine ganze Tüte Nabel und ein Ei. Ja, werde ich euch in dem nächsten Video zeigen. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Mann, ich immer mit deinem, da bin ich wieder. Vollkommen scheiße, hier bin ich wieder. So, ihr habt das jetzt gesehen, die Viecher lieben das Zeug.
Es verteilt sich dann auch ein bisschen, schwimmt hier schön rum, dass jeder was abkriegt, Garnelen und alle. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes werdet ihr ein Video sehen. Ich weiß gar nicht. Entweder, ich glaube, über die kleinen Kegel, den ich gerade euch gezeigt habe. Das wird das nächste sein, was ihr dann seht. Und ich möchte unbedingt ein Reef-Update bringen. Das kommt jetzt im Laufe nächster Woche. Dass wir so ein bisschen gucken, wie machen sich die Arca-Produkte, besser die Mikroblift-Produkte. Man hat schon gerade was gesehen, so ein bisschen. Es ist schon, Aquarium sagt danke. Ja. Ist schon sehr, sehr cool. Wir werden gleich einfach mal dann, bei dem nächsten Video einfach gucken. Dann werde ich euch wieder eine kleine Timelapse reinlegen. Und dann werden wir mal schauen. Achso, und ich muss was loswerden. Es brennt mir auf dem Herzen. Mir ist ein Ocellaris gestorben. Mein größter alter Ocellaris, mein Clownfisch, ist mir leider gestorben, mein Falscher. Aktuell sehe ich nicht mal jetzt den Kleinen. War ein bisschen, ja, ach doch, da ist der Kleine, ja. Macht mich übertrieben traurig, waren die letzten Jahre immer ein Pärchen und ja, das Kleine war schon zugesetzt. Das gleiche werde ich jetzt wieder so probieren. Normalerweise macht man es nicht, aber ich probiere es wieder mit dem Jungtier dazuzusetzen, in der Hoffnung, dass das Jungtier sich dann unterordnet und dann dementsprechend, ich glaube, den weiblichen Part annimmt. Irgendwie so war das ja. Das eine Tier wird ja männlich, das andere wird weiblich. Ja, und in dem Sinne sage ich einfach, meine Freunde, Peace, Adios, ich bin raus. Ich bedanke mich wieder, dass ihr dabei wart und nochmal herzliche Grüße an die Leute, die mich bei Meerwasser Wandels getroffen haben und sich mit mir so nett unterhalten haben. Ich finde es cool, dass ihr meine Videos immer mal wieder zwischendurch schaut. Und ansonsten an die YouTube-Kollegen, ihr dürft auch mal ein Like geben oder mal nett kommentieren. Mache ich ja bei euch auch. Also, peace, adios, bis zum nächsten Video.